Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. iPad, ein Kultgegenstand mittlerweile, das sehr edel aussieht. Aber da ist es ganz schwer, Zubehör dazu zu bringen, zu machen, herzustellen. Ich habe aber etwas gefunden, das sieht genauso edel aus wie das iPad selbst. Schauen Sie mal hier. Aluminium gebürstet, eine Tastatur eingebaut, ein Akku und ein Bluetooth-Sendeempfangsmodul. Das ist von General Keys und ist natürlich für das iPad gedacht. Jetzt nehme ich mein iPad, stelle das einfach hier drauf. Die Halterung ist recht stabil, da kann also nichts passieren. Und ich habe die Tastatur schon gekoppelt. Und wenn Sie jetzt mal da oben schauen, ich kann also hier einfach etwas schreiben. Ich schreibe jetzt nichts Vernünftiges. Ich möchte ja nur demonstrieren, da ist was. So, also eine wirklich sehr interessante Sache. Jetzt kann man, ohne dass man schwierig auf dem Display herumtatschen muss, was ja eigentlich üblich ist bei diesen Geräten, tatsächlich mit einer großen Tastatur, mit großen Tasten, mit großem Abstand ganz normal arbeiten. Für E-Mails geht vielleicht noch mal kurz zu sagen, ja, nein, ich will was. Aber wenn man doch längere Sachen schreiben will, Protokolle oder so, ist das natürlich eine ideale Lösung. Nur General Keys hat noch weiter gedacht, denn wie transportiere ich denn jetzt mein iPad in meiner Schutztasche und dann dazu noch eine Tastatur? Nee, so albern sind die Leute gar nicht, sondern die haben Folgendes gesagt. Die haben gesagt, nimmst du das einfach runter, das hat übrigens einen Ausschalter, damit man den Akku dann sparen kann. So, und dann klemmst du das hier drauf, zuerst da oben rein und dann hier unten, Achtung. So, und jetzt ist das iPad hier fest drin. Und schauen, es ist gar kein Designbruch. Es ist jetzt ein schönes, massives, gut geschütztes, gepolstertes Gerät. Sie haben die Tastatur dabei, haben einen Schutz dabei. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selten etwas gefunden, wo ich gesagt habe, das ist auf Anhieb wirklich eine praktische Geschichte. Aufladen des Akkus übrigens mit dem mitgelieferten Kabel, auch kein Problem, aber das dauert ewig, bis der leer ist und mal abends dann den Akku angeschlossen. Das sind Dinge, das macht Spaß. Das muss man sich wirklich überlegen, wer ein iPad hat. Ich denke, der sollte auch die Tastatur haben. Und tschüss.